ursprünglich vom Beruf Musiktherapeut und bin seit über 30 Jahren im Bereich der therapeutischen Arbeit in Kliniken. Ganz in meiner Anfangszeit habe ich mit krebskranken Kindern gearbeitet. Da ging es darum, um die Bewältigung der ganzen Behandlungsmaßnahmen durch Musiktherapie, also die Kinder seelisch zu begleiten. Und dann bin ich aber sehr bald in einer psychiatrischen Klinik gewesen, Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie. Singen ist Medizin. Singen ist Medizin. Singen ist Medizin. Bei Menschen mit Demenz, Menschen mit Lungenerkrankungen, also am Anfang dachten wir eigentlich, dass das Singen vor allem heilsam ist bei Menschen mit psychischen Problemen. Aber wir haben eben auch viele Menschen ausgebildet, Singleiter, und die haben dann alles Mögliche erforscht. Zum Beispiel in München in einer Schmerzklinik, ein singendes Krankenhaus. Also ich hätte nicht gedacht, dass Singen bei Schmerzen überhaupt helfen. Boah. Sondern wirklich zu mal selbst aktiv zu sein, also selbst was tun zu können für die eigene Gesundheit. Ne? Also auch diese Aktivierung der Selbstheilungskräfte, die da direkt profitiert davon.